Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei des Anert Maske des Zorns. Und jetzt plaudern wir mit Samuel und lassen uns zu den Boylems bringen. Den hübschen Boylen. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Aber, hallo, Moment, ich wollte doch... Ich bin hier, wenn Sie bereit. Ja, na klar. Ich wollte doch eigentlich in der letzten Folge mit Piero sprechen, um mir ein neues Equipment zu holen. Und jetzt habe ich das nicht getan. Wo ist er denn? Piero. Piero, over here. Sie benötigen meine einzigartigen Dienste? Wir können rasch in mein Geschäft zurückkehren. Sind wir schon da? So, sei schon mal. Ich hatte einen Bauplan. Aha. Okay. Der zwei Runen. Ja, auf jeden Fall. Gib her. Tabelwerte können wir dann neu einkaufen. Wir haben ja genug Geld dafür. Ist kein Ding. Können wir alles kaufen. Wir haben genügend, um jeden Scheiß hier zu kaufen. Wow. Geil. Zoom-Applikation auf jeden Fall. Schritte leiser auf jeden Fall. Schleichschuhe 2 auf jeden Fall. So, noch ein weiteres Artefakt ausrüsten. Na klar. Kugel, Granat, nicht so wichtig. Ermöglicht Pistolenverbesserungen und fügt der Umgebung in kurzer Entfernung Fächerschaden zu. Nice, aber... Das finde ich noch lustiger hier. Schwertleveln. So, vorhin geht ab, ich noch die Zielgenauigkeit, Ambus Reichweite. Schneller und weiter, na klar. Automatisches Nachladen. Von der semi-automatischen, oder wie? Der Pistolenverbesser hatten wir schon. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hier noch die Pistole. Da unten noch ein Artefakt mehr. Und dann schauen wir mal. Wir haben noch Platz für Munition. So, und dann Pistolenmagazin. Oder Pistolenpräzision. Armbrustpräzision. Ich finde ja die Ab. Ich finde irgendwie Armbrust stilvoller als Pistole. Obwohl beide sind ja ziemlich geil. Hm. Schnelleres Nachladen. Präzision. Scheiß drauf. So. Ja, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Und jetzt schauen wir mal wieder unsere Runen an. Denn wir haben ja noch Runen übrig. Du hast 3 Runen. Okay, Beweglichkeit haben wir 2. Haben wir alles schon so weit aufgelevelt, wie nur irgend geht. Jawohl. Wir könnten... Nö, das übe ich nicht. Vielleicht. Kurzzeitige Übernahme von Tieren. Kurzzeitige Übernahme von anderen Menschen. Zeitverlangsamung finde ich ja irgendwie ziemlich interessant. Oder Ratten beschwören. Beschwört einen größeren Rattenschwarm, der andere angreift und noch kurze Zeit verschwindet. Okay. Also 1 bis 2 Gegner kein Problem, aber dann wehren sie sich. Und irgendwann... Ja, also 1 bis 2 Gegner sind realistisch. Auch ziemlich geil. Genauso wie ich so eine Force hier auch ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Mächtiger Wind, der Gegner zurückdrängt oder umwirft und außerdem Türen zerschmettert. Sehr mächtiger Wind. Der Gegner, also wir drehen uns um und dann drücken wir einmal. Nein, natürlich nicht. Sehr mächtiger Wind, der Gegner töten kann, indem sie vor Wände geschlagen. Das ist schon ziemlich geil. Mann. Zeit verlangsamen. Tiere und Menschen beherrschen. Ratten beschwören. Urs Chaos anrichten. Oh, ist das schwer. Fuck.
Miyamo und raus bist du. Raus bist du noch. Sag mir erst, wie alt du bist. 5! 1, 2, 3, 4, 5. Kein Wort. Natürlicher Rattenschwarm. So. Drücke rechte Maustaste, um einen bösartigen Rattenschwarm heraufzubeschwören, der Tote verzehrt und das jeweils nächste Lebewesen angreift. Nach einer Weile verteilen sich die Ratten wieder. In der zweiten Stufe beschwörst du noch mehr Ratten und Gegner werden doch schneller. Aufgefressen. Gut. Gut, finde ich toll. So, wir haben noch 3 freie... Ach du Kacke. Ist mir egal. Ist mir egal. Naja, warum nicht? Ist mir egal. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, denke ich, ist immer so gut ausgerüstet. Ja, ja, finde ich gut, finde ich gut. Okay. Dann mal ein Blick auf unsere, das ist Armbrust. 7 ist Ratte. Rein theoretisch wird es ja für uns gefährlich, wenn wir die selbst beschwören, oder? Wir machen das mal. Ich habe gespeichert und jetzt opfern wir mal hier unsere Freunde. Macht mal. Alles klar, okay. Wir haben ja gerade gespeichert, kein Ding. Wow, 17. April, habe ich gerade gelesen. Ist ja Wahnsinn. Gut, Ratten klappt ganz gut. Ist nett. Dann auf zu Samuel und auf zur nächsten Quester. Da ist irgendwas Übles unten im Wasser. Es frisst die Leichen. Sind wohl Hexenfische. Hoffentlich. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist toll. Ein bisschen gähnen im Hintergrund. Oh, das Boyle-Anwesen. Lady Boyles letzte Feier. Du fandest heraus. Doppelpunkt. Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord Regenten. Aber 3 Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwester. Okay, also ich dachte, es kommen noch mehr Titel. Na gut. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Das sind also Tallboys. Ach du Heilige. So, das war unser Zoom, den wir gerade erworben haben. Der funktioniert ja ganz gut. Und jetzt müssen wir durch diese Plörre hier. Na, Prost. Wir könnten auch erstmal schauen, was es da vorne noch gibt, bevor wir hier offensichtlich rausgehen. Ja, töte Lady Boyle. Ich würde erstmal hier lang gehen, hier lang schwimmen und mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Jetzt tut uns das Wasser langsam weh, ist langsam ein bisschen eklig und hässlich und so. Kommen wir hier durch. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Ja, ich weiß, dass wir langsam hier raus müssten. Hier gibt's nichts. Nee, das wird wünscht. Gut. Dann wieder hier zurück. Einmal drüber gesprungen. Und fertig geplanscht. No citizens allowed. Naja. So, wie war das mit dem Schleichen? War das Crouch? Ja, C. Crouch. Rein theoretisch sind wir unglaublich leise. Räumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Echt ein lustiges Spiel. Nee, das wollte ich doch nicht. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Was ist aber denn hier? Was ist das denn?
Kommst du rüber oder bleibst du dort? Der bleibt dort. Da steht irgendjemand. Dort drüben sind Bedienstete, die werden uns bestimmt aufhalten. Also nehmen wir einfach einen anderen Weg und teleportieren uns einfach halb über diese Brücke drüber. Das könnte ja klappen. Aber sie verlor gleich zu Beginn ihre Stimme. Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihre... Ja, locker, ne? Ob wir jetzt darüber kommen, ist noch eine Frage. Ja. Ja, locker. Gut, gut, gut. Was für eine Festung. Schauen wir mal. Hat er sie im Inneren? Noch nie. Ich schon. Letztes Jahr veranstaltete Waverly ein Fest. Wir sind nachgerückt, nachdem die Estermans nicht kommen konnten. Des einen Leid, des anderen Freud. Habt ihr von dem heutigen Spiel gehört? Oh ja. Sie werden die gleichen Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen. Und wir müssen raten. Noch eine ihrer exzentrischen Ideen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt... Mal schauen, was passiert. Wir sind ja offiziell im Anwesen und haben eine Maske auf. Werde ich schon damit wie kann ich die Waffe wegäufeln? Waffe bitte weg. Waffe weg. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ihre Einladung bitte. Uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Ich kann sie ohne Einladung nicht hineinlassen. Strikte Anweisung. Während wir hineingehen und uns Ihre Einladung bitte. Na gut. Ich bin schließlich kein Gentleman. Deswegen keine Ausnahmen. Nicht in Zeiten wie diesen. Dann klauen wir doch einfach hier eine Einladung. Meine Einladung. Matty, jagen Sie nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesem Gebäude ist. So ein Zufall. Ich verstehe nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Oh, was haben wir hier? Hier hätten wir auch reingehen können. Gut zu wissen. Darauf trinke ich. Und Slide. Die Stufen hochsliden. Na klar, mit der Fresse zuerst. Okay. Ihre Einladung bitte. Da, ich bin Lady Gaga. Immer hier entlang, Sir. Wo denn? Das war ja gerade witzig. Ach so. Was für eine Maske. Kranker Typ. Alter. Deine Mutter ist krank. Mann, Mann. Ja, hallo. Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel. Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz, Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück. Kann ich den hier vermöbeln irgendwie? Ich befolge nur meine Befehle. Ich auch. Der vorzügliche Tallboy. Was Sie hier lesen, ist die Wahrheit. Ganz gleich, was die Obrigkeit, die über uns herrscht, Ihnen weismachen will. Nicht von ungefähr ist der frühere kaiserliche Meisterspion derjenige, der nach dem Tod der Kaiserin die Macht an sich gerissen hat. Wir, die wir namenlos bleiben werden, glauben, dass diese Ereignisse miteinander verknüpft sind. Die Zeichen der Unterdrückung sind überall zu sehen. Die Entwürfe Sokolovs, ursprünglich geschaffen, um Licht und Wärme in unsere Häuser zu bringen, wurden ins Gegenteil pervertiert, um uns Angst einzujagen und um unsere Bewegung in der Stadt zu kontrollieren. Und woher stammt die Seuche? Manche sagen, sie sei importiert worden. Eine kühne Theorie? Na, vielleicht. Eine von uns riskierte ihr Leben, um ein internes Regierungspapier in die Hand zu bekommen, das wir bald vervielfältigen und austeilen werden. Der vorzügliche Tallboy nennt er sich. Darin werden die Vorzüge. Darin werden die Vorzüge dieses neuesten Mitgliedes der Stadtwache gepriesen. Für die, die auf der Straße unter ihnen leben, sind die Vorzüge der reinste Horror. Von Verbrechern auf Stelzen verbreitet, die Feuer auf die Kranken und Armen niederregnen lassen.
Für sie ist der Tallboy ein weiterer Unhold der Regierung. Mit Brandgeräten bewaffnet, schwer gepanzert und hoch oben thronend schaut er auf die kleinen Leute der Stadt herab. Wir wissen jetzt, dass die Tallboys stark unter Drogen stehen und eine Substanz einnehmen, die sie schmerzunempfindlich macht und außerdem jedes Mitgefühl zum Erliegen bringt, über das sie normalerweise verfügen würden. Vorzüglich? Das glauben wir nicht. Kopieren Sie diese Worte mit Steuerung C und Steuerung V und teilen Sie diese mit Ihrem Nachbarn oder auf sozialen Netzwerken. Und denken Sie immer daran, wenn die Gezeiten am niedrigsten stehen, wird sich die Wahrheit offenbaren. Das klingt ja nett. Oh, Haftgranate, auch nett. Ich habe übrigens habe ich einen Strike bekommen? Nee, es war kein Strike. Es war einfach nur der Hinweis, dass Copyright-Material drin ist und ich nicht monetarisieren darf oder so ähnlich bei einem Video, wo ein bisschen Streichquartett gespielt worden ist. Aus dem Spiel. Das hatte natürlich eine Content-ID. Was ist denn jetzt los? Was hab ich denn getan? Achso, okay. Dann lieber zurück. Ja, also das Streichquartett hatte eine Content-ID und die habe ich natürlich... so viel zum Crawler in YouTube, das ist äußerst mächtig. Die waren früher mal lustig. Dieses ganze Content-ID. Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Halt die Klappe. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Alter, sagst du hier mit deiner, hier, der Typ, der im Tower ist. Der Typ mit der eisernen Maske. Schon schön hier. Willkommen im Haus Boyle. Die Feier ist diesmal drin. Donge. Hier drin oder da drin? Leider nicht rein. Hier auch nicht. Schade, Schokolade. Und hier? Nein, auch nicht. Hallo. Feier der Boys. Die Boys wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Danke, du Typ, der immer mit der gleichen Stimme spricht. Und gleich aussieht. Ins Foyer des Boyle-Zeugs gehen. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Zeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Entschuldigung, aber was für ein geiles Gebäude. Das ist ja richtig fett. Wow. Und jetzt noch die... Oh, jetzt noch Musik dazu. Das ist echt... grandios. Ich bleib jetzt einfach stehen. Sorry. Ich will nichts mehr vom Spiel. Das reicht mir. Halt's Maul. Wow. Toller Moment. Vielen Dank. Vielen Dank, liebes Spiel. Vielen Dank. Widerliche Ratte. Oh, was haben wir denn bei ihm hier? Was? Wurde ich gesehen? Nein, wurde ich nicht. Okay. Na, sie stinken wie die Gosse. In den Slums unterwegs gewesen, was? Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Das ist sie. Das ist sie. Die Stimme kenne ich doch. Welches Unheil haben Sie im Sinn? Hallo, ich heiße Ella. Mögen Sie die Feier? Lord Shaw wartet immer noch draußen im Garten. Blablabla. Aber ich vermute, Pendleton lässt sich nicht blicken. Hat nicht mal halb so viel Feier wie seine Brüder. Willkommen im Haus Boyle. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. What the fuck?
Ich bat Sie doch davon, nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Was, wenn ich Sie aus der Stadt bringen könnte? Weg von allem. Nach Sir Cornos oder noch weiter. Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns unterhalten. Aber nicht hier. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine... Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Das ist so creepy. Das ist so creepy. Greifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Diese Miss White ist echt spannend. Ich sollte dir... Ich muss dieser Miss... Was für eine sündig schöne Maske. Scheiße, ist die gleiche Stimme. Fuck. Sieh da! Aufhören! Ich sollte dir wirklich einen Drink besorgen. Apfelweinfontäne. Super. Ich würde sagen, ich scheiß mal hier drauf und möchte erst einen Drink für die Dame. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht, ein Drink für Miss White. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wer diese Person hier ist. Lasst mich durch, bin wichtig. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute rot trägt. Dieses schamlose Ding. Außerdem trägt Lydia schwarz. Lydia schwarz. Und Waverly rot. Lydia schwarz. Waverly rot. Ich sage du bist also Lydia. Und sie schon wieder. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Entschuldigen Sie mich. Kein Zutritt für Gäste. Was, wenn ich einfach gehe? Hey! Notiz für Esma Boyle. Esma, Liebes, hier sind die drei Kleider für Ihre Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können, aber Sie verstehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, Sie werden in Weiß hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwall Tower beigelegt. Wenn Sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. H.B. Gut. Esma weiß, Waverly rot, Lydia schwarz. Ich werde mit dem ersten Mann schlafen, der mich darum bittet. Und danach mit dem zweiten. Ich habe diese dunklen, schrecklichen Zeiten so satt. Interessant. Sollten wir das nutzen? Sollten wir das nutzen? Ich glaube ja. Wunderbar. Dieses Bild hier oben, das können wir doch bestimmt mitnehmen. Es ist doch so absurd. Es ist so absurd. Na gut. Wir haben ein bisschen was bekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder runter zur Feier. Und schauen, was uns dort erwartet. Was gibt's hier unten? Ach, die Küche. Bedienstetenhaushalt. Okay, ich würde sagen, in der nächsten... Was ist denn das für ein Vieh? Alter. In der nächsten Folge... Danke. In der nächsten Folge gucken wir uns hier ein wenig weiter um und werden ein bisschen was noch über die Boyles erfahren. Wir haben jetzt schon einiges herausgefunden. Wir haben die Farm herausgefunden, wir haben Schlüssel bekommen. Wir können... Und zwar schnell. Halt's Maul. Was? Ja, ist ja gut. Mann. Wie im letzten Jahr, kurz vor dem Tod der Kaiser. So.
Okay, so, in der nächsten Folge schauen wir uns ein bisschen weiter um und dann werden wir bestimmt irgendwas noch weiter rausfinden. Ne? Von daher, bis dahin und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao.